Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3, immer noch auf der Normandy. Und das ist so flüssig wie die zuvor. Das ist so schön. Und wir gehen heute mal ins medizinische Labor mit Dr. Chakwas und Co. Commander? Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will Sie untersuchen. Warum? Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Naja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Gut, ihre Implantate zeigen kaum Abstoßungsreaktionen. Wenn sie diese positive Sichtweise behalten, sollten ihre Narben nicht zurückkehren. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Haben Sie genügend Vorräte? Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt. Das dürfte eine ganze Weile reichen, auch wenn Sie jeden Tag in Schießereien geraten. Und Cerberus? Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen ihr Geld, ihre besten Leute, ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. Und Ihre Familie? Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Und sie sind alle meine Kinder. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Das ist allerdings wahr. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Da hinten ist der VI-Kern, ne? Ja. Und Ashley. Oder? Nee. Weiß nicht, wer ist das? Die ist da einfach rum. So, aber ist sehr schön hier, ne? Also wunderbar alles. Freut mich. So, hier so 1 Milliarde Räume. Hier war früher Samawa, ne? Glaube ich. Also bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ah, hier ist das Klo. Ah, ich muss gerade nicht duschen. Und auch nicht kacken. Oh, wer hier war, weiß ich gerade gar nicht. Ist das ein... Das ist ein Tusch. Auf jeden Fall ein Tisch für Glücksspiel. Sehr schön. Ein Modell von der Destiny Ascension. Entschuldigung. Aha. Höchst interessant hier. So, in das Machine Deck. Was gibt's denn hier so? Noch nicht so viel. Techniker Adams. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams, was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR-1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Und was halten Sie von der SR-2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Als Sie dieses Schiff bekam, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich Ihnen gegen die Kollektoren helfen würde. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Warum haben Sie sich geweigert? Warum sind Sie nicht mit? Ich habe gesehen, was passiert ist, als die Normandy unterging.
Ich war nicht sicher, ob Sie Sie sind. Und Cerberus habe ich auch nicht getraut. Und als Allianzoffizier verlasse ich auch nicht einfach meinen Posten. Sie brauchen sich nicht entschuldigen. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. Mhm. Ist Ihre Familie okay? Meine Eltern dienen auf der Viridian Zenith, einem Landwirtschaftsschiff. Meine Schwester ist Navigatorin auf der SSV Benjamin Davis. Beide Schiffe stehen zum Glück sicher unter Hacketts Kommando. Die Normandy? Hält die neue Normandy mit der alten SR-1 mit? Mithalten? Sie bläst das alte Schiff weg. Der Tantalus-Antriebskern wurde vollständig überholt. Die SR-2 ist doppelt so groß, aber der neue Antriebskern hat die dreifache Größe. Ganz neues Fluggefühl. Nur mit der Sicherheit war Cerberus nachlässig. Wenn man den Kern zu sehr überlastet, belüftet er den Maschinenraum. Naja, spornt mein Team wenigstens an, sie während des Gefechts im Gleichgewicht zu halten. Wer schlecht arbeitet, explodiert. So ungefähr. Sie haben die kinetischen Barrieren mit zyklonischer Technologie aktualisiert. Das ist gut, wenn wir beschossen werden. Also hoffentlich weniger explodierte Techniker? Das IES-Tarnsystem wurde deutlich verbessert und kompensiert mehr Blauverschiebung unserer Emissionen. Und das heißt? Wir können die ÜLG verlassen, ohne jeden Sensor in Reichweite auszulösen. Sehr praktisch für geheime Aufklärung. Die Normandy ist alles in allem ein technisches Wunder. Und Edi? Was halten Sie von Edi? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat Edi sich nicht als VI ausgegeben, damit niemand den Stecker zieht? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Die Rechenleistung ihrer Hardware ist viel zu groß. Und ständig haben sich Probleme wie von selbst gelöst. Hätte ich sie nicht durchschaut, hätte ich an mir selbst gezweifelt. Sie haben sich nie skeptisch geäußert, Lieutenant Adams. Ich wollte es mir mit der Cerberus-KI nicht verderben, Edi. Nichts für ungut. Schon okay. Solange Sie Ihre Finger nicht in meine Prozessoren stecken. Ich habe anfangs versucht, sie unauffällig von zentralen Prozessen zu trennen. Leichter gesagt als getan. Aber Joker schien ihr zu trauen. Und ich lernte sie mit der Zeit auch zu schätzen. Na dann. Weitermachen, Adams. Jawohl, Sir. Ja. Ach ja, der schöne Kern. Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Das wird schon alles laufen. So. Was haben wir denn hier unten? Da war Jack früher, weiß ich noch. Ein Modell vom Turianischen Kreuzer. Ja, nichts Besonderes. Aber es geht ja sogar in diesem Schiff noch weiter runter. So, in die Shuttlebucht. Sehr schön. Hallo. Was haben wir denn? Waffenbordstation. Haben wir keine, okay. Haben wir auch keine. Was? Haben wir auch keine? Hä? Verstehe ich das richtig? Okay. Ich denke mal einfach ja. Okay. Was habe ich hier? Waffen-Upgrades benutzen. Achso. Ach so. Was ist denn nochmal davon die Pistole gewesen? Verdammt. Die M3, okay. Das können wir ja kaufen. Wie viel können wir dann kaufen? Aha. Jetzt habe ich die bestmögliche Pistole. Das ist schon mal schön. Medigel Upgrades. Ja. Geschäft öffnen, Verspektor. Oh, achso. Aha, aha. Kassa, was haben die so?
Stelle, eine Inferno-Panzerung. Ja, das können wir jetzt alles kaufen, wenn wir irgendwann mehr Geld haben, oder? Verbessert sie so, dass mehr Schüsse abgefeuert werden können. Nee, das will ich nicht. Und Sierta-Vorräte? Ach so, der Laden, ja. Naja, Online-Shopping hat jetzt auch erwischt. Okay, das haben wir ja schon gemacht. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Stehen Sie bequem. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Mhm. Hätten wir Amazon Prime, dann müssten wir keine Versandkosten zahlen. Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa 10 Jahre. In der ersten Flotte auf der SSV Hawking, ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident. Sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger. Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor 5 Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Mhm. Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Was? Er kam zur Nachrüstung ins Tech-Labor. Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schutt. Mhm. Das Kodiak sieht etwas anders aus. Sehr gut beobachtet. Das ist das UT-47A Kodiak. Mit einem verbesserten E-Zero-Kern und prototypischer Tarntechnologie auf Basis der Normandy. Ich kann sie praktisch überall unentdeckt rein- und rausbringen. Sie fliegt wie ein Ziegel. Darum braucht man einen guten Piloten. Sie waren auf der Erde stationiert. Haben Sie dort Familie? Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern sind lange tot. Als ich auf Ferris Fields stationiert war, hatte ich dort einen Ehemann. Die Kollektoren haben die Kolonie ausgelöscht. Mein Mann auch. Nie. Ich will darüber nicht reden. Okay. Verwalten Sie die Waffenkammer? Ja, zusammen mit unserem erlauchten Mr. Vega. Auch wenn die einzige Waffe, die er regelmäßig wartet, er selbst ist. Darauf stehen Sie doch total, Esteban. Als erstes haben wir die Waffenkammer von Deck 2 nach unten verlegt. Keine Ahnung, was Cerberus sich dabei gedacht hat. Jetzt heißt es raus aus dem Fahrstuhl, Ausrüstung gepackt und rein ins Shuttle. Wie auf der ursprünglichen Normandy. Willkommen zurück in der Allianz, Commander. Jo. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. Naja, unser Spanier Esteban, Cortez ist natürlich auch so. Der. Also es ist halt so ein typisches Tier. Isst 5 Mahlzeiten am Tag, nimmt 4500 Kalorien zu sich, trainiert 12 Stunden täglich, nur um im Einsatz dann super zu sein. Also da, Aquarianer-Modell, ja. Kann ich da runter? Nein. So, sag mal, James. Cortez. Hey, Shepard. Wie lief's mit dem Rad? Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit.
Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für sie tun, richtig? Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich dachte, ich sag mal Hallo. Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Klar. Ich werde es schon hinkriegen. Okay, Loco. Tanzen wir. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Ach Gott. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? Sony Vega. War geraten. Auch noch Seelenklempner? Nein. Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles zu... Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey, danke für den Tanz, Loco. Loco? Gefällt mir. Loco, hä? Können mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Und das vergesse ich nicht. Ach ja. Der Typ ist ein Biest. Das Tier ist der Tier. So, ins Kids und dann, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ab in den Einsatz.